Die Williams-Schwestern haben einen sehr unterschiedlichen Start in ihren Tag. Guten Morgen, kleine Michelle. Guten Morgen, Sonnenschein. Ich habe einen wunderbaren Tag vor mir, so wie immer. Und jetzt morgendliche Rituale. Lasst uns das Bett machen und küsse jedes Spielzeug in Sichtweite. Ich liebe die Morgenstunden. Leider denken nicht alle so. Es ist so hell. Oh nein, nicht das. Komm schon, Wecker, sei endlich still. Der Tag hat noch nicht einmal angefangen und ich hasse alles. Gut, dass ihre Lieblingssüßigkeit wie immer zur Hand ist. Aber auch das kann Kylies schlechte Laune nicht verbessern. Ich will mich vor der ganzen Welt unter der Decke verstecken. Und wie kommen so unterschiedliche Schwestern unter demselben Dach zurecht? Oder fast miteinander auskommen? Sieht so aus, als hätte da jemand wieder schlechte Laune. Oh, leckere Leckereien? Für mich? Michelles Morgen wird jetzt noch süßer sein. Sie weiß, dass man nie zu viel Schokolade haben kann. Ich liebe es. Und ich denke, ich werde es mit in die Schule nehmen. It's just a camouflage, because I love you, my crush. Ich kann es nicht glauben. Alex hat mein Bild geliked. Das bedeutet offensichtlich etwas. Was ist, wenn wir das Gleiche füreinander empfinden? Magst du auch Shuffle, Kylie? Oh ja, wir sind perfekt füreinander. Nein, nein, nicht das. Alex! Lass uns deine Haare kämmen und stylen. Da hast du es. Du hast alles kaputt gemacht. Es tut mir leid, Kylie. Das habe ich nicht gewollt. Die Schwestern wissen noch nicht, wie sie ihre Konflikte friedlich lösen können. Aua, das werde ich Mama erzählen. Das glaubt dir sowieso keiner. Es ist ein toller Tag für einen Familieneinkauf. Daddy liebt es, sein Baby Michelle zu verwöhnen. Sieht aus, als könnten sie es ohne mich hinbekommen. Und Mama begleitet die älteste Tochter Kylie. Wow, die sind so süß. Ich will diese Schuhe. Oh nein, da ist sie schon wieder. Aha. Schatz, bist du sicher? Okay, vergiss es. No. Daddy, das gefällt mir nicht. No, schau, was ich habe. No. Bla, bla, bla. Und die wirst du nicht bekommen. Ich hatte keine Lust. Daddy, ich interessiere mich nicht für Klamotten. Ich träume von einem coolen Skateboard. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Komm, wir gehen in die Sportabteilung. Ja, es sieht so aus, als ob Kylies Anmut im Urlaub ist. Oh, Schatz, du weißt gar nicht, wie man auf ihnen steht. Wir brauchen ein Skateboard wie dieses. Wir haben nur noch das letzte Exemplar. Tada! Wow, mein erstes Board. Die Dinge, die wir für das Lächeln dieses Babys tun. Es wird Zeit, dass wir das Ding ausprobieren. Und? Bist du bereit? Juhu! Wie sieht es mit einer Schutzausrüstung aus? Oh, Fräulein, geht es Ihnen gut? Oh ja, wir nehmen die Schuhe. Wenn die Schwestern glücklich sind, sind auch die Eltern glücklich. Achtung, Klasse! Hausaufgabenkontrolle! Also, wer möchte antworten? Ich! Darf ich antworten, Mrs. Stewart? Es sieht so aus, als ob du die kleine Michelle im hinteren Teil des Raumes gar nicht sehen kannst. Aber das ist in Ordnung. Du kannst ein bisschen schummeln. Also, das ist diejenige, die antworten wird. Michelle! Juhu, Mrs. Stewart, Sie werden es nicht bereuen. Oh, es gibt hier eine ganze Reihe von Antworten. Wow, gut gemacht, Michelle. Eine 1 plus für Einfallsreichtum. Ja, mein Herz hüpft vor Freude. Die Schulspende sind so hoch. Ohne Trittleiter geht's nicht. Vor allem, wenn du in der Grundschule bist. Das Wichtigste ist, dass du nichts vergisst. Puh, ich bin bereit zu lernen. Ich hoffe, in meinem Rucksack ist genug Platz. Gut. Oh oh, ich glaube, das ist zu schwer. Mir geht's gut. Oh, dieser riesige Rucksack. Und es gibt eine romantische Überraschung im Spind des Highschool-Mädchens. Wow, schon wieder Kuscheltiere. Oh, das ist schwerwiegend. Ich frage mich, wer dieser heimliche Verehrer ist. Aha. Oh nein, das ist Jack, der Nerd. Totale Enttäuschung. Ich habe diese Blumen für dich. Eigentlich bin ich allergisch gegen Pfingstrosen. Autsch,
Sie ist so leidenschaftlich. Ja, der Typ lässt nicht so schnell locker. Die Pausen an der Highschool haben es in sich. Jemand hat Spaß an der Musik. Und jemand diskutiert über seine neueste Lieblingsfolge von der Zombie-Apokalypse. Achtung, klasse! Eine Stegreifarbeit! Da hast du's. Und ich hatte so eine nette Unterhaltung mit meinem Schwarm. Ihr habt 15 Minuten Zeit. Nehmt eure Blätter und macht euch an die Arbeit. Wollen Sie mich veräppeln? Ich werde das nie lösen. Denkt nach, Kylie, denkt nach. Alex, sieh mal, was ich habe. Ein Streich mit einer Spinne? Das ist eine tolle Idee. Mr. Smith, könnten Sie meinen Test überprüfen? Aha. Natürlich, Kylie. Hier, bitte sehr. Komm schon, Kylie, du schaffst das. Oh, oh, da krabbelt etwas auf meinem Rücken. Ah! Bravo, Kylie, ich bin dein Fan. Komm schon, du bringst mich zum Erröten. Ist heute der Tag? Kylie hat ein Date mit ihrem Schwarm. Weißt du, ich wollte dir schon lange etwas sagen. Einen Moment. Ein Anruf von Michelle. Was willst du, Kindchen? Hey, Schwesterherz, mir ist so langweilig zu Hause. Kann ich mit dir kommen? Denk nicht einmal daran, mir den Abend zu verderben. Nein, nein, nein. Ich bitte dich. Ich flehe dich an, Kylie. Gut, okay. Ich warte im Troom-Café auf dich. Ich habe auch einen kleinen Bruder. Ich verstehe das also. Hallo, hier bin ich. Was hältst du von meinem Lollipop? Ist der nicht cool? Ich bin am Verhungern. Kylie, bring mir etwas Leckeres. Okay. Es ist an der Zeit, die ältere Schwester in die Mangel zu nehmen. Das ist Kylie als Baby. Und hier sind alle ihre Milchzähne ausgefallen. Was macht ihr denn hier? Michelle hat deine Babyfotos mitgebracht. What? Zeig mir die mal. Was? Woher hast du das Album? Komm schon, Kylie. Das ist so niedlich. Danke, Alex. Das ist er. Der lang ersehnte Moment. Jetzt werden sich ihre Lippen zu einem Liebeskuss treffen. Und ich trinke Tee mit drei Zuckerarten. Das ist unerträglich. Du hast schon wieder alles kaputt gemacht. Ich gehe jetzt. Ups. Wie auch immer. Nichts ist so belebend wie... Wow, eine Party-Einladung. Wow. Ich muss dabei sein. Die Operation Flucht kann also beginnen. Mein Ninja-Gang hat mich noch nie im Stich gelassen. Okay, ganz ruhig. Ein bisschen mehr. Autsch, mein Bein. Oh, oh, das tut weh. Was ist hier los, Kylie? Warum schläfst du auf dem Boden? Das ist seltsam. Oh, Beweise? Eine nächtliche Party in Jess' Wohnung? Das ist es also. Gib mir mein Telefon zurück. Wer hat gesagt, dass du es haben darfst? Wenn du auf eine Party gehen willst, musst du für mein Schweigen bezahlen. Auf Wiedersehen, iPhone 13. Du bist herzlos. Da hast du's. Jetzt wird jemand sein lang ersehntes Einhornhaus bekommen. Und eine gute Nachtgeschichte. Naja, was immer du sagst. Jack Londons White Fang. Dunkle Fichtenwälder runzeln die Stirn zu beiden Seiten der zugefrorenen Wasserstraße. Die Stirn gerunzelt? So wie du es getan hast? Was ist dann passiert? Der weiße Fang sah die Schlittenhunde und kam ihnen nahe. Die Party von Jess scheint abgesagt zu sein. Das ist wunderbar. Gute Nacht, Schwesterherz. Die Geschwister verpassen nie eine Gelegenheit, sich zu messen. Vor allem, wenn es um das Badezimmer geht. Guten Morgen, Kylie. Wovon hast du heute geträumt? Oh, oh. Warum hast du dein Handtuch und dein Shampoo dabei? Was? Ich gehe erst ins Bad. Und du streitest besser nicht mit mir. Das werden wir ja sehen. Oh, oh, hier findet ein echter Kampf um den Platz am Waschbecken statt. Ich zuerst. Du hängst da immer 3 Stunden lang rum. Mädchen, seid still. Was soll das ganze Geschrei? Beruhigt euch. Schämt ihr euch nicht? Ihr streitet euch um das Badezimmer. Übrigens, Mama geht als Erste. Ich kann es nicht glauben. Mama hat uns wieder reingelegt.
Es ist so schön, sich überlegen zu fühlen. Und wer ist die Kleine hier? Nimm die Snickers. Was ist denn mit dir los? Reißt du nicht ran? Kylie, hör auf, deine kleine Schwester zu schikanieren. Hier, Michelle, dein Brei. Geschieht dir recht. Ist das eklige Ding. Das gilt auch für dich, junge Dame. Auf keinen Fall. Das esse ich nicht. Ich bin nicht hungrig. Es ist nicht schlecht. Ich will ihn nicht. Ich werde ihn nicht essen. Nein! Wenn das so ist, wie wäre es, wenn wir einen Deal machen? Nein, nein, okay. Abgemacht. Zuerst den Brei. Igitt, was man nicht alles für sein Taschengeld tut. Ein Kompromiss wurde gefunden. Guten Appetit. Kylie ist ein TikTok-Star. Zeit, ein neues Video für meine Abonnenten zu machen. Tanz mit mir. Es ist so einfach. 1, 2, 3, 4. Wow! Du bewegst dich so gut. Das will ich auch machen. 1, 2, 3, 4. Michelle, geh aus dem Bild. Ich rede mit dir. Verdirb mir nicht den Content. Tanz mit Kylie. Du hast versprochen, die Geschichte zu beenden. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. 1, 2, 3, 4. Wenn du nicht kooperieren willst, nimm das. Du willst es also wissen? Liebe Grüße und Küsse an alle. Auf Wiedersehen. Kylie, lass mich frei. Ich werde es nicht mehr tun. Der Lehrertag ist ein sehr wichtiger Feiertag. Es ist harte Arbeit, Lehrerin zu sein. Oh, Michelle, das ist so schön. Es ist so schrecklich, wenn deine kleine Schwester vor der Klasse auftritt. Außerdem habe ich ihr Porträt gemalt, Mr. Morrison. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Vielen Dank, Michelle. Das ist so rührend. Seht euch das an. Ist es nicht toll? Das soll Ihr Porträt sein? Ist ja witzig. Aber ich habe mir so viel Mühe gegeben. Das ist lustig. Stimmt's, Kylie? Deine Schwester ist eine miserable Künstlerin. Was hast du gesagt? Komm hierher. Keiner tut meiner kleinen Schwester weh. Danke, Kylie. Du bist die Beste. Was für ein leidenschaftliches Mädchen. Kylies Geburtstag verspricht, groß zu werden. Also, sind wir alle bereit? Die Leckereien sind auf dem Tisch. Der Tee ist fertig. Wo sind die Gäste? Lasst uns nachsehen. Sie sind schon 4 Minuten zu spät. Kylies Wartezeit scheint ein bisschen lang zu werden. Ist die Schwester an ihrem Geburtstag traurig? Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Alles Gute zum Geburtstag! Wow. Ist es für mich? Michelle, hast du diesen Kuchen selbst gebacken? Yay. Wie süß ist das denn? Jetzt wünsch dir was. Mögen wir immer zusammenhalten. Schwestern für immer.